Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die lilane und orangene Jogger plus den jeweiligen Helm bekommen könnt. Das Ganze war ja mal eine ganze Zeit lang nicht möglich, aber mit dieser neuen Mission funktioniert es auf jeden Fall wieder. Dafür müsst ihr euch auf jeden Fall einen Job markieren. Die Jobmarkierung werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Mit dem Glitch könnt ihr euch auf jeden Fall die lilane und orange Jogger und den Helm online holen. Grüne und pinke Jogger leider nicht. Ja, habt ihr euch dann den Job markiert, können wir auch direkt losstarten. Dann geht einfach mal auf Options online, dann auf Jobs und dann geht ihr mal auf LTS. Auf Markiert, auf LTS und bei LTS müsst ihr dann den Job Powerplay Cayo Perico finden. Den einmal starten, einfach einen Freund einladen. In so einem Jobmenü braucht ihr auch überhaupt nichts zu ändern. Einfach den Freund einladen. Sobald der Freund beigetreten ist, können wir den Job starten. Der Host bekommt immer die orangene Jogger und den Helm. Und der Freund kann sich die lilane Jogger rausglitschen. So ist der Job dann gestartet. Werdet ihr nach 1-2 Sekunden das Outfit bekommen. Ihr öffnet einmal das Interaktionsmenü, geht auf Stil, auf Accessoires. Und ja, zieht dann jetzt an die Handschuhe an. Also einmal die Handschuhe wechseln oder irgendwas am Ohr wechseln, was anderes funktioniert leider nicht. Also die Handschuhe, die können wir uns leider nicht mit übertragen. Dann einfach den Job übers Handy verlassen. Und in der Open Lobby angekommen, seht ihr, dass wir das Outfit übertragen haben. Und ja, das Outfit, das können wir jetzt ganz einfach abspeichern. So, habt ihr es dann abgespeichert, könnt ihr es jetzt auch noch beliebig euch noch gestalten, wie ihr das Outfit haben wollt. So, für die lilane Jogger und den Helm lasse ich mir den Job jetzt einmal von meinem Freund hosten. Auch der Freund muss im Jobmenü auch gar nichts einstellen, ganz normal den Job starten. Sobald der Job dann startet, gehen wir ins Interaktionsmenü, auf Accessoires und einfach irgendwas anziehen, Handschuhe oder irgendwas am Ohr. Dann den Job wieder übers Handy verlassen. Und in der Open Lobby angekommen, seht ihr, dass wir auch das zweite Outfit übertragen haben. Ja, das Outfit, das können wir auch dann jetzt abspeichern und auch beliebig gestalten, wie wir das haben wollen. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.